French Toast. Genau, heute machen wir French Toast. Martina? Aber Ben, ich koche, putzt. Du putzt und wir machen natürlich Low Carb. Absolut. Was machen wir da? Wir machen einen Low Carb French Toast mit Brot von dazu. Sensationell. Ja. Dann würde ich sagen, Martina, legen wir mal los. Halt mal einen French Toast. Genau. So. Frenchig. Genau. Mit gewissen Zutaten vermute ich mal, gell? Ja, also ich habe ein bisschen gepimpt jetzt. Also French Toast heißt ja eigentlich nur, dass er in Ei gewälzt wird und dann ausgebraten wird. Gewürzt, so ähnlich machen wir es aus, aber wir machen ihn natürlich ein bisschen delicious. Mhm. Wir haben Ochsenherztomaten, wir haben Büffelmozzarella. Okay, das schon echt los. Wir würzen natürlich unser Ei, ne? Weil das ist so der große Trick bei diesem French Toast. Oh. Wir legen los. Okay. Ehrlich gesagt. Das heißt, wir müssen als erstes, also entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen, wir weichen den Toast in das Ei ein und braten es dann aus und belegen es dann. Oder wir machen alles fertig, weichen es dann ein und braten es dann aus. Ah, okay. Ich würde mal beides machen, weil dann hat nämlich, dann seht ihr vor allem, was es als Ergebnis ist. Und schwieriger ist Variante 2, weil du natürlich dann mit Ei und Mozzarella in der Pfanne einfach das hast, dass du das ist alles. Du machst super die anderen zwei. Nein. Ja. Du machst es mal schön selber. Das ist aber gemein von dir, ja. Aber ich schaffe das mit deiner Hilfe. Chaka. Als Putzhilfe. Okay. Ja, let's go. Also. Also Toast, Vollei. Also in dem Fall nehmen wir. Wo ist unser Ei? Dafür. Geh mal Ei legen, glaube ich. Für den Toaster. Geh mal Ei legen. Du gehst gleich nichts mit Ei. Geh mal Ei legen. Kommt jetzt da rein, oder? Yes. Genau. Dann fülle ich das ein bisschen, oder nicht? Kleppern, sagt man bei uns zu Hause. Klebern. Klebern? Klepper das Ei. Klapp your hands, klepper das Ei. So, dann yes. Also, das hat jetzt eh gemacht. Und ich würde es gleich als Geheimtrick gleich setzen. Hm. Rührei kommt immer gleich gewürzt. Guck mal, ich zeig mal, wie schön du das klepperst. Ich glaube, die haben ja keinen Mensch hier. Perfekt, gell? Die neue Sendung ZDF-Doku Martina kleppert. Kurz, oder? Super. So. Machen wir jetzt Variante 1, oder? Dürfen die baden, oder? Die genau, Variante 1 ist Scheiben rein, baden lassen. Machen wir beide Scheiben und aufsaugen rein. Lassen. Ja, Mama, nein, was soll der Geiz? Genau. Das geht schon. Dann ruhig mal drehen und so. Dann schneiden wir schon mal die Tomaten und den Mozzarella natürlich. Da haben wir Büffelmozzarella, gell? Yes. Den guten genommen. Ochsenherztomaten und Büffelmozzarella. Wenn schon French Toast. Das heißt? Das heißt? Eigentlich würden wir die jetzt ausbraten. Genau. Und dann belegen. Mhm. Aber das können wir trotzdem machen. Ich würde aber sagen, wir starten erstmal mit der schwierigen Variante. Dann irgendwie alles rein, oder wie? Ja. Dann müssen wir Mozzarella noch schnell, oder? Wir braten jetzt und machen parallel die schwierige Variante. Machen wir mal so. Ah, okay. So. Ah, okay. Das zweite Ei, das habe ich mir rübergeholt, ne? Genau. Das heißt, das war eins rein und das nächste Ei und... Du kannst den French Toast schon in die Pfanne machen. Bisschen Öl, oder? Ja, Tropfen Olivenöl brauchen wir bei den Pfannen von AMT zwar nicht. Aber ist ein guter Geschmack. Braucht man ein bisschen Salabes. Ja, das kannst du ruhig reinmachen, weil das Ei kann ja nicht mehr weglaufen, das wird eh vom Brot gebunden. Drauf. So. Das zweite Ei rein. Zack, dann klebern. Yes, yeah. Klebern. Klebern. French Toast at its best. Und parallel sieht man schon schön, wie das hier. Ah, und würzen natürlich, gell? Natürlich. Unbedingt würzen. Und ich würde aber sagen, wir machen das mal halbe. Wir machen uns Türmchen. So, schauen wir mal unten drunter. Also das Brot möchtest du halb machen, oder? Ja. Was sagst du? Kann nur ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen Farbe, oder? Ein bisschen Farbe im Leben. Ein bisschen Restaroma, oder wie hast du gesagt? Vorher, ne? Super. Mmh. Ah, so schaut's gut aus. Schauen wir. Jetzt belegen, bitte. Schau. Boah. Wollen wir es nicht zusammenklappen nachher? Also nur eine drauf. Weiß ich nicht. Oder so. Können wir zwei machen und dann, ja, ist okay, lass mal. Wir probieren mal was. Eins, zwei. Nicht, dass wir nachher nicht genug haben, weißt du? Machen wir das mal so und dann klappen wir die nachher rum. Mhm. Den stellen wir aus, sonst wird es nämlich zu heiß. Tröpfle Öl noch rein. Denkst du? Weiß ich nicht, kommt darum, wie du es halt magst. So.
ist ein großer Burger. Naja, wir können es jetzt auch da drauf legen, aber... Warte, Pfeffer noch, oder? Ja. Drehen, jetzt wird die Tomate von unten auwarm. Mhm. Und dann legen wir sie oben drauf und dann schmilzt der Mozzarella. Das ist cool. Ja, und dann können wir noch Basilikumblätter drauf packen. Oder, Achtung. Sehr lecker. Heiß. Schaut gut aus. Ja, finde ich auch. Lass mal jetzt noch ein bisschen liegen, die Pfanne ist ja aus. Und in der Zeit, schau dich mal, wie lecker das ist. In der Zeit machen wir aber den Rest fertig. Würzen und dann Deckel drauf. Und derjenige, der kein Profi ist, würde es jetzt mit Zahnstochern fixieren, die abgeschnitten sind. Abgeschnittene Zahnstocher, dann drehen und dann braten und dann die Zahnstocher raus. Machen wir natürlich nicht, weil du bist halt Profi. Voll Profi. Sonst wäre es ja langweilig. Aber dann wird es von der Innenseite nicht so durchzogen praktisch, oder? Das ist nur außen dann, ja. Doch, richtig, muss ja richtig schön. Kannst du mit dem Löffel noch ein bisschen drüber arbeiten und so einmal richtig. Das ist überall ist quasi. Könnte man zwei oder dreimal. Also wir können richtig schön rumbatzen. Ja, rumbatzen. Rausnehmen und ruhig auf schon mal auf einen Teller servieren. Yes. Zack. Schaut super aus. Das schaut mega aus. Das können wir gleich mal zeigen hier, wie gut das aussieht. Wow. Schau mal. Lecker. Cool. Richtig sehr gut. Schön. Haben wir gut hingekriegt, oder? Tada! Mana. Von oben sieht es halt aus wie eine Scheibe Toastbrot. Mit Ei. So, Nummer 1 ist fertig. Nummer 2 Challenge läuft. Die große Herausforderung: eingetauchtes Toast. Muss ich den anderen schnell fertig machen? Aber das, mach ruhig. Ich wende mal. Ne? Ich glaube, von der einen Seite ist schon fertig. Die Zahnstochertechnik kennst du ja mittlerweile, ne? Den machen wir nicht, damit die Profis sind. Die Zahnstocher, ja, brauchen wir nicht. Hast du gesagt? Ja, ne, brauchen wir nicht. Läuft ja auch so, wie du siehst. Ist es. Aber gut. French Toast, Panifaktumbrot für zu Hause vor allem. Du hast ja immer, weißt du, so Low Carb ist ja immer ein Thema frühmorgens. Was esse ich denn da eigentlich so? Genau. Ne? So. Das ist halt mal auch wirklich eine Alternative, die du dir früh schon reinpfeifen kannst, wo du dir einfach denkst, boah. Nadina, ich schau dir da ganz zu. Ist im Ernst? Nur, dass die halbieren schön und halt, machen, ja, genau. Okay. Ja, fächern halt. Die ganze Welt sieht dir zu. Ah, kein Stress. Mach keinen Stress. Wenn das runterfällt, ist es nicht so schlimm. Nein. Ich finde, du hast ein wunderbares Seitenprofil. Ich hau da gleich rein. Schön. So, jetzt aber. That's it. Oh, that's it. I like it. Mm. Aha, I like it. Okay. Oh, das will ich aber. Das sieht gut aus. Ja, der Mozzarella ist halt geschmolzen, ne? Das hätte ich dir eigentlich auch sagen können. Kleiner Tipp für zu Hause, nehmt den Mund nicht so voll. In dem Sinn, ich bin raus, Martina ist schon weg. Bye.